Heute schauen wir uns wieder ein Mixed-Reality-Spiel an. Und zwar eins, worauf ich mich sehr gefreut habe, weil ich ein großer Lego-Fan bin. Lego Brick Tales VR. Ja, logischerweise können wir das schön bauen. Wir können kleine Steinchen bauen. Es hat aber auch alles eine tolle Story und so. Und das alles hat auch einen Mixed-Reality-Modus. Also Virtual und Mixed-Reality. Ich werde euch beide Modi mal zeigen. Ja, und dann werde ich euch meine Meinung zu dem Spiel sagen. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodlos VR, Open Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, guckt mal, hier sind wir. Und ja, in Mixed Reality. Ne? Also ihr seht, ich bin hier wieder in meinem Studio, ne? Und kann um das Spielfeld drumherum gehen. So, ich kann das hier auch anfassen, kann das hier irgendwie an die Wand pappen, wenn ich das will. Ne? Wie sieht's von unten aus? Da ist nix. Hey, guck mal, da ist ein weißes Kaninchen. Das denn? Ja, und dann kann ich das hier so drehen. Wir haben hier auf dem Handgelenk, das kann man hin und her tauschen mit dem Thumbstick, haben wir hier unser Menü. Das zeige ich euch mal kurz. Ja, und hier können wir die Sprache einstellen, Audio, wenn man festhängt, Spielstand löschen, Vibration. Ja, und hier kann man zwischen Mixed und Virtual Reality schalten. Ne? Hier hast du dann halt das Normale. Was mir sofort auffällt und was ich irgendwie voll schade finde, guckt euch mal die Grafik an. Guckt euch das mal an, wie scharf das hier ist. Seht ihr das? Merkt euch das mal. Absolut gestochen, knackscharf. Wenn ich das jetzt auf Mixed Reality umschalte, dann sieht das voll schlecht aus. Guck mal. Dann hat das voll die Aliasing-Effekte. Was sagt uns das? Mixed Reality braucht anscheinend ziemlich viel Leistung oder die haben es verkackt. Ja, wie auch immer, wir können unsere kleine Figur hier mit dem Thumbstick steuern. Seht ihr das so? Dann läuft er rum, genau. Und ja, wir sollen jetzt in diesen Aufzug hier reingehen. Drücken wir A. Das ist schon irgendwie cool, ja. Ne, jetzt kannst du das halt hier irgendwo hinstellen. Ich könnte das natürlich jetzt auch hier auf meinen Tisch oder so stellen, wo auch immer ihr das hinstellen wollt. Oder einfach in der Luft schweben lassen. Ne? Wer ist denn da? Ach, du bist es. Wie wundervoll. So früh habe ich dich gar nicht erwartet. Ich wollte dir etwas zeigen, nämlich meine unglaubliche, welterschütternde... Ja, oh! Okay, ist kaputt gegangen. Hoppla, das war etwas zu wörtlich. Alles in Ordnung? Gut, ich war da gerade dabei, meine neue Erfindung zu verkabeln. Und dann, was du gerade miterlebt, das nennen wir in meiner Branche schnelle, ungeplante Demontage. Genau. Oder wie der Laie sagt, wenn zu viel Saft es mächtig kracht. Jetzt sitze ich nicht nur hier oben fest, es ist auch noch der ganze Strom ausgefallen. Das bedeutet, wir müssen den Hauptgenerator wieder zum Laufen bringen. Aber dafür musst du erstmal den Notfallgenerator starten. Dort unten ist er. Sei so nett und schalte ihn für deinen Großvater ein. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, hier. Seht ihr das? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das unfassbar wenig Bilder pro Sekunde hat. Irgendwie scheint die Quest sehr am Rauchen zu sein. So. Es kann natürlich auch an der Aufnahme jetzt liegen, ne? Hebel umlegen. Zack. Was ist das? Rusty, oder was? Ich fasse es nicht, ich bin zurück. Die elektromagnetischen Interferenzen müssen mich in diese Dimension geholt haben. Oh, hallo, ich bin... Kann ich dir helfen? Was? Nein, ich bin kein Flaschengeist und du hast auch keine drei Wünsche frei. Großvater hat mich vor etlichen Jahren gebaut. Er nannte mich immer Rusty, aber auf meinen Reisen durch Zeit und Raum lernte ich Freunde kennen und sie gaben mir den Namen... Dir fehlen die benötigten Frequenzsynthetisierungsmodule, um es richtig auszusprechen. Klingt so ähnlich wie Blorble Fleep. Aber du darfst mich Rusty nennen. Rusty? Ich dachte, ich hätte dich vor Jahren verloren. Ich habe mich tatsächlich ein wenig verirrt, nachdem du mich damals als interstellare Sonde ins All geschossen hast. Aber ich habe einige wunderbare Dinge erlebt. Und nun bin ich wieder da.
Das ist großartig, aber zurück zu dir, mein Enkelkind. Gut gemacht, das Licht ist wieder an. So wie du Probleme lösen kannst, müssen wir verwandt sein. Ach so, stimmt. Wir sind ja verwandt. Du bist echt auf Zack. Oh, Großvater sitzt da oben fest, dann helfen wir ihm. Auf geht's. Ja, wie denn? Spring doch einfach da runter. Können wir hier die Treppe hoch? Ah ja. Sieht aus, als müssten wir auf diese höhere Ebene. Komm, schweben wir rauf. Moment, du kannst das ja gar nicht. Das ist die perfekte Gelegenheit, dir eine coole Sache zu zeigen, die ich drauf habe. Ich werde dich in die Geheimnisse des Bauens einführen und als erstes machen wir dir eine Treppe. Das ist aber doch schon eine Treppe. Oder was? Hä? Guck mal, wir können jetzt hier hingehen, lernen. Lasst uns lernen, wie man baut. Bewege deine Hand über einen Baustein und drücke linken Trigger und rechten Trigger. Ah, und jetzt muss er den wahrscheinlich hier hin, ne? Zack! Okay, das war jetzt nicht so schwer. Drücke A zur Fertigstellung. Okay. Was haben wir jetzt? Ah, wir kommen immer in so ein anderes Menü. Ah, da müssen wir wahrscheinlich jetzt hier. Ups. Wir können immer auch drumherum gehen, logischerweise. Ah, guck, jetzt haben wir die Treppe hier gebaut. Das ist ja cool. Boah, Rusty, du weißt, wie man Dinge bauen kann. Wie nur? Das konntest du doch gar nicht, als ich es erschaffen habe. Oh nein. Also, wir können ja jetzt hier hoch. Boah, guck mal, wenn er hier runter geht. Also, ich weiß nicht, für mich sieht das aus, als wenn das nur 10 Bilder pro Sekunde hat. Ganz merkwürdig. Ich vermute, 2,2 Gigawatt waren einer zu viel. Sieht aus, als hätte es beim Generator einige Sicherungen rausgehauen. Bitte ersetze sie. Stell die Ersatzsicherung zusammen, wenn nicht genug da sind. Mal gucken. Nimm den Baustein. Ups. Können wir das auch ein bisschen weiter runter mal nehmen. Dann können wir das von oben sehen. Okay. Hä, was war das denn jetzt? Baue eine Kopie der Sicherung. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst... Ah nee, wir müssen die hier kopieren. Das heißt, kommt so ein Ding unten drauf. Würde ich sagen, dann kommt der so hin, der kommt so hin. Ja, das ist ja irgendwie cool, oder? Das gefällt mir. Was ist denn das hier für ein Nüppel? Ach so. Na, guck, jetzt haben wir die Sicherung gebaut. Na, ihr seht, diese Fragezeichen werden grün, wenn wir die Aufgaben erledigt haben im Prinzip. Bewege eine Hand über einen Baustein und drücke, um ihn zu entfernen. Was soll ich machen? Ah, okay. Ich soll alle entfernen. Ah, okay. Jetzt, wo alles aufgeräumt ist, können wir uns bauen. Können wir uns bauen einen kleinen Turm. Zack. Also auf B, zack, können wir das wieder rückgängig machen, seht ihr? Ha! So. Bauen. Das ist schon cool. Ah, und jetzt die Sicherung, die wir produziert haben, müssen wir jetzt wahrscheinlich dann hier einsetzen. Ich kann auch einfach drumherum gehen, ne? Ein bisschen Bewegung schadet nie. So. Großartig! Nun repariere die Rohre, um die Hydraulik wieder zum Laufen zu bringen. Was für Rohre? Ah, okay, wir müssen natürlich erst wieder eine Brücke bauen. Wenn du komplexe Dinge baust, musst du einige Regeln beachten. Bausteine, die schon vorher gesetzt und auch nicht verändert werden können, sowie diese 2x4-Platten, dienen als Ankersteine. Regel 1, Bausteine müssen mit einem Anker verbunden sein, sonst sind sie nicht gültig. Rote Umrandung, also wie wir das jetzt sehen, ja? Siehst du die 2x2 und die 2x4 Bausteine? Sie sind nicht mit den Platten am Boden verbunden, daher sind sie ungültig. Genau. So, das heißt, wir müssen den jetzt da drunter platzieren. Okay. Bausteine müssen sich ganz innerhalb der gestrichelten Linie befinden. Ah, das sind die. Genau, der ist nicht richtig. Deswegen müssen wir den jetzt hier oben draufsetzen.
Jetzt kommt die nächste tolle Sache. Stabilität. Ah, ja, klar, ne? So, setze die Bausteine so, dass sie das weiße Brett stützen. Genau, die dürfen natürlich nicht in der Luft schweben. Das heißt, wir bauen jetzt dann einfach hier unten so ein Ding. So, und jetzt können wir auf Play drücken. Ja, und jetzt hält er. Das ist ja auch geil gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich die Brücke hier rüber bauen, schätze ich mal. Ei! Ich bin mir nicht sicher, ob meine Lego-Baukünste. Mach mal so, ne, würde ich sagen. So würde ich es jetzt machen. Hä? Ne, nicht den, den hier. Und jetzt würde ich hier die oben noch fixieren. Das reicht doch schon, oder? Ha, cool. Ja. Jetzt haben wir die Brücke. Ja, das ist ja cool. Und wir können da theoretisch auch noch eine andere Brücke bauen, ne? Oder irgendwas, was auch noch funktioniert. Ich denke mal nicht, dass es nur eine Lösung gibt. Und was müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir Rohre bauen. Ach, guck. Na. Ich musste auch noch richtig drehen. Also, ein bisschen frickeln musste schon. Nee, musste gar nicht richtig drehen. Gut gemacht. Jetzt schalte die Hydraulikmaschine wieder an. Was? Wo? Wer? Meint er die da oder was? Oder hier die? Ah, da unten! Ah, seht ihr hier? Hab ich gar nicht gesehen, denn. Man muss schon gucken, ne? Also so, so ein bisschen Suchspiel. Fast geschafft. Wir können was bauen, um die Lücke zu überwinden. Wisst ihr, kurz nebenbei, was mir auf den Keks geht, dass das immer woanders ist. Ne? Sobald du in eine andere Szene kommst, beamt er das einmal hier hin oder dahin oder dorthin. Das nervt mich ein bisschen. Der soll das auf derselben Stelle mal lassen. So, jetzt müssen wir den wahrscheinlich da eine Treppe runterbauen, weil er zu dämlich ist. Ne? Genau. Siehst du, jetzt ist es wieder hier. Warum bleibt das nicht an derselben Stelle? Also das ist schon ziemlich nervig. Ja, mach mal einfach so, ne? Oder so. Reicht das schon? Ah, okay. Und jetzt haben wir ja gelernt, auf B können wir das wieder wegmachen. Okay, es reicht auf jeden Fall nicht. Naja, warte, wir müssen das so machen. Ja, so, ne, oder? Mal gucken. Haha! Perfekt. Ah, jetzt kommt er ja wohl. Oder nee, ich gehe dahin. Hallo! Rusty, du bist es. Wo hast du das denn nur gesteckt? Oh nein, wo sind denn deine Arme? Deine Reise durch Raum und Zeit haben dich ja total verwüstet. Jetzt übertreib nicht so, Großvater. Ich wurde geupgradet. Als du mich losgeschickt hast, das All zu erforschen, richtete ich eine Hyperdimensionsfalle. Das ist vielleicht ein Schreck. Aber dann lernte ich ein paar echt nette Außerirdische kennen, die mich reparierten und auf ihre Reise durch das Multiversum mitnahmen, um Leuten zu helfen. Sie tauschten meine Multifunktionsarme gegen einen Nullpunkt-Gravitationspartikelgenerator. Ja, natürlich, der alte Dreipunkt. Eher simple Technik für Erfinder wie mich. Ha! Sei es drum. Schön, dass ihr beide da seid. Kommt jetzt, damit ich euch meine Erfindung zeigen kann. Wo geht er hin? Ah, okay, jetzt. Ah, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Was hat er denn? Wisst ihr, ich war am Experimentieren und da machte ich die bahnbrechende Entdeckung, wie man Portale erschaffen kann. Ich habe Jahre gebraucht, aber ich denke, wir haben es nur zum Laufen gebracht. Ist das nicht unglaublich? Unglaublich vernachlässigt, wenn ich mich hier so umsehe. Ja, stimmt. Guck mal, das ist alles kaputt hier. Was, der Park? Nun, ja, könnte man sagen, der Zustand ist etwas desolat. Oh nein. Oh nein?
Die Bürgermeisterin, sie warnt mich seit Jahren, dass sie diesen Schandfleck schließen und das Grundstück beschlagnahmen lässt, wenn ich hier nicht für Ordnung sorge. Ich war so mit dem Portal beschäftigt, dass ich das ganz vergessen habe. Das bekomme ich doch unmöglich rechtzeitig in Ordnung. Die Baufälligkeit lässt sich nicht von der Hand weisen. Schon daran gedacht, die lokale Raumzeit mit Hilfe eines Raumzeit-Alternativ-Realitätswandlers zu spleißen? Mit einem was? Ist doch leicht. Wenn Quantenstränge phasengleich mit Unregelmäßigkeiten in der Mikrowellenhintergrundstrahlung vibrieren. Jetzt mal langsam. Ich, also mein Großkind hier versteht rein gar nichts von dem, was du hier von dir gibst. Tut mir leid, ich fange nochmal an. Es macht kaputte Sachen wieder ganz. Perfekt, genau was ich brauche. Ich hätte gerne drei. Nimmst du Kreditkarten? Ist gar nicht nötig. Ich bin nämlich in der Lage, so ein Gerät aus Teilen zusammenzubauen, die ich aus dem Gelände herumliegen gesehen habe. Okay. Hä? Fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Ruhe genug, um Energie in die Maschine in Betrieb zu nehmen. Elektrizität. Im Grunde aber, was ist mit mehr Power? Sowas wie Fröhlichkeitskristalle. Die größte Energiequelle, die ich auf meinen Reisen durchs All kennengelernt habe. Was? Wie? Wo? Diese Kristalle bilden sich im lokalen Raum Zeitvertiefungen, wenn dort der positive Delta-Wert. So ein Quatsch. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe keine Ahnung von irgendwas. Schritt 1, wir helfen Menschen in der Not. Schritt 2, Fröhlichkeitskristalle. Schritt 3, wir setzen den Themenpark in Stand. Schritt 4, alles Paletti. Meine Messwerte zeigen wir mehrere Orte. Okay, wir müssen an irgendeine Position. Ist das weit weg? Ja, wir bräuchten wohl irgendwie eine... Ein Portal, genau. Um da hinzukommen. Ich hacke mich mal in das Portal und setze alles Nötige auf. Ja, dann mach mal. Nächster Halt. Blablabla. Was auch immer das ist. Ja, guck mal. Scheint eine Art Dschungel zu sein. Also ihr zischt los, besorgt ein Fröhlichkeitskristall und dann beseitigen wir dieses Chaos. Ganz genau. Portal nutzen. Wow, guck mal. Njong. Abgefahren. Ah, üppiges Grün, frische Luft und mysteriöse Ruinen. Lass uns die Gegend erforschen. Du kannst jederzeit zu Großvaters Vergnügungspark zurückkehren. Benutze dazu die Option zurück zur Oper im Handgelenkmenü. Ah, das ist da, okay, ne? Ah, guck mal, Vervollständigung. Jetzt sind wir, von da aus kommen wir anscheinend in die einzelnen Levels. Und hier sieht man auch, wir haben Truhen, Shop, Tiere. Interessant. Hä? Boah. Warte mal. Boah, das nervt. Also, was mich tierisch nervt, ist, dass der das jedes Mal nach jeder kleinsten Szene irgendwo anders hinbeamt. Also, das ist ja wirklich genau das, was wir für ein Mixed Reality nicht brauchen, weil wir ja einen festen Tisch haben. Ne? Und wenn der jetzt hier wäre, ihr wollt das auf dem Tisch oder einfach auf dem Boden, ne? Wir können das ja auch einfach auf dem Boden und ich kann mich hier so hinsetzen. Oh, ne? Dann können wir das ja auch machen. Seht ihr das? Aber wenn das jedes Mal da hinten ist, dann muss ich das jedes Mal wieder greifen und hinstellen. Das ist natürlich auch doof. Ja, Flugzeug hat notgelandet. Ja, schauen wir mal, ne? Ah, guck, und jetzt können wir wieder hier rumgehen. Ja, also hier muss ich sagen, ist der Mixed Reality Modus irgendwie nicht so... Also das ist zwar cool, ne, dass wir hier in der echten Umgebung sind, aber das springt so viel rum, das läuft sehr, sehr unflüssig und vor allem sieht es viel schlechter aus. Guckt euch nochmal hier die Treppen jetzt an. Seht ihr das Aliasing? Merkt euch das mal. Ja? Und jetzt schalten wir mal um. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Das ist ein riesen Unterschied. Und jetzt läuft es vor allem auch flüssig. Ne, also, ja, wobei, ja, ein bisschen ruckelt es noch. Aber gut, ich nehme natürlich nebenbei noch auf. Ne, das muss man natürlich auch sagen. Aber, also, das Spiel würde ich definitiv nicht in Mixed Reality spielen, weil es dann einfach viel schlechter aussieht. Das ist ein riesiger Unterschied, ne? Aber so finde ich es halt total geil. Ne? Wir haben jetzt hier wieder, müssen wir wahrscheinlich wieder neue Sachen bauen. Ah, guck, jetzt müssen wir sogar hier eine Treppe bauen. Das können wir auch nochmal machen, ne? Na, warte mal, tun wir den. Machen wir so, ne?
Müsste ja schon reichen, schätze ich mal. Genau. Ja, die hätten wir aber auch noch anders bauen können. Aber die wird jetzt genauso hingestellt, wie ich die baue. Ja, das ist cool, oder? Boah, wie scharf das jetzt auf einmal aussieht. Ja, Leute, also sorry, hier kann ich Mixed Reality einfach nicht empfehlen. Das macht halt einfach keinen Sinn. Kann man hier diese Schalter umlegen oder was ist das? Nee. Ja, aber man kann, aber an Stoch kann man. Man kommt vielleicht irgendwie dahin. Ne, vielleicht muss man diese Schalter hier umlegen. Keine Ahnung, weil wir haben ja gelernt, dass wir hier verschiedene Sachen noch benutzen können. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, wir kommen in unterschiedliche Welten. Jetzt müssen wir natürlich unterschiedliche Sachen machen. Hier müssen wir jetzt auch wieder eine Brücke bauen. Darüber. Oh, guck mal, hier gibt es noch irgendwas einzusammeln. Das ist schon geil, oder? Was meint ihr? Ja, und so kommt man halt in der Story voran. Ich finde es gut, aber leider nicht im Mixed Reality Modus, ne? Das ist dann doch nichts für mich, weil es halt einfach nicht gut aussieht. Schade. Schade, schade. Gehen wir wieder zurück. Ja, so sieht es wieder aus wie Grütze. Also ganz fies, wie auf der Quest 1 im Prinzip. Ja. Ja, guck mal. Das ist ja doof, man kann nicht so weit weg davon. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe, dann geht's wieder. Ja, interessant. Also Leute, wenn ihr ein bisschen mehr schauen wollt, auf meinem englischen Kanal zocke ich noch ein bisschen weiter. Ne? Und ansonsten, ja, ich würde sagen, im Prinzip gefällt mir das. Aber nicht in Mixed Reality, habe ich ja schon mal gesagt. Den Link zu dem Spiel findet ihr in der Beschreibung. Ne? Das läuft auf der Quest 2, Quest Pro und Quest 3. Ja, und dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Mixed oder virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Wude.de